Jetzt ganz schnell den ersten platt machen, Junge. So schnell wie möglich. Ganz schnell platt machen, natürlich, Peter. Guck mal, ich gebe mein Bestes. Alter, was ist der Damage? Natürlich gut, Leute, wenn wir auf derselben Seite stehen. Leute, bleib hier! Was für ein hässlicher Motherfucker, der stimmt richtig hart nach Kot. Und einer ist down! Einer ist down! Geplättet. Der zweite ist auch schon fast down. Und da kommt der nächste direkt von hinten. Because why the fuck not? Wir sind ja schließlich bei Dark Souls. Ich glaube, es kommen einfach so oft welche, bis da oben kein Leben mehr ist. Ich glaube auch. Ich glaube, Ichigo ist der König vor dem Herrn. Jetzt wirst du von hinten gefickt. Oder? Noch nicht, aber da ist einer. Einer auch. Er willst mich eigentlich verarschen, weißt du, konsequent 3. Oh. Ui, 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 ui. Oh, oh, Christian. Don't play. Wie don't ich. Was mache ich denn hier? Ich. Als wenn ich spielen würde. Oh Gott. Was hat er denn jetzt vor? Alles klar. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie speziell ich bin. Ja, echt mal, weißt du, was für ein Spackenboss? So, jetzt kriegst du auch mal wieder auf die Mütze hier. Bam, Junge! Da, spür meinen Speer. Jawohl, und dann. Wie siehst du leider den falschen an? Don't give up, das ist nicht mehr viel. Die sind auch. Ja, 5 Sekunden, 2 noch aktuell am Leben. Und ich glaube, wenn du die tot hast, ist es vorbei. Ja, der spielt doch gerade Feuer. Ein ziemliches Problem ist. Wobei, der ist gut, dann steht der wenigstens an einer Stelle. Deine Pflicht. Ja, können die jetzt mal aufhören, hier so hässlich die ganze Zeit nur Feuer zu machen? Ah, Lebensstand. Jetzt komm doch mal her, ey! Ja, einer. Einer wäre cool. Genau so. Angeflogen. Weißt du, während der eine Feuer spuckt, wäre voll geil, wenn der andere mal einfach angestürmt käme, weißt du? Ja, aber die spucken beide lieber gleichzeitig Feuer, weil das hässliche Ja, oder die greifen lieber gleichzeitig beide an, die Wichser. Weißt du, wenn ich jetzt Magier wäre, jetzt wäre geil, weißt du? Aber vorher wäre ich natürlich gefickt worden. Ja, komm her! Ja! Nein! Ja! Nein! Nein! Nee, zu gefährlich. Das ist echt ein Witz! Das Geile ist, ich kann den Schild nicht. Also, ich würde jetzt gerne den Bogen vielleicht sogar benutzen, aber dann muss ich das Schild weggeben. Und das fände ich irgendwie extrem unkomfortabel gerade. Oh! Wir haben es ja. Meine Fresse! Flammendes Inferno! Kannst du den nicht jetzt von links umgehen? Und hauen? Ich bin auch am überlegen, ob ich die überhaupt nicht mehr anvisieren soll. Wenn die jetzt beide in die Richtung spucken würden. Ja, jetzt sind sie gerade in Einsatz, Lauda. Ja, jetzt! Oh. Alter, hat das eine Reichweite. Lol.
Jetzt hört doch mal auf! Alter. Okay, sagen wir, ich hätte jetzt gerne, dass die in eine Richtung spucken. No. Einer von denen spuckt nicht. Alter. Oh Gott. Verdeckt das. Ich muss gleich Hände waschen gehen, Alter, das geht gar nicht. Ich hab keine Ausdauer mehr! Das hat er nicht gemacht. Jetzt lass mich doch endlich nochmal zuschlagen. Jawohl! Ja, Alter! Sauer gemacht, Junge! Seele des Turmgargoyles. Boah, ich hab. Das gibt's gar nicht. Weißt du, das wäre so ärgerlich gewesen. Oh ja. So ein Stück Leben noch. Ja, falls derjenige zuguckt, was er natürlich nicht tun wird, besten Dank, der hat das richtig gut gemacht eigentlich. Sind wir daraus gekommen oder daraus? Da können wir hingehen, aber da ist ein Item rechts. Ja, eben, da. Irgendwo da. Ja, genau. Boah. Seele eines stolzen Ritters, herzlichen Glückwunsch. So, das wird auf jeden Fall bewertet. Gut gemacht. So. 23.000 Seelen. Jawoll. Das ist halt einer so, dieser. Moment, hier ist ein Point of No Return. Ach so, ich weiß auch, glaube ich, warum. Hier sind Leute gestorben. Das ist ein Scherz. Ist okay, ja egal, so da wo du so jetzt mega bist. Viel, das stimmt, so viel Megaseelen hat er auch gar nicht gegeben. Ritualwand des Südens. Aha. What the fuck? Erlaubt die Aufnahme zusätzlich. Ja. Oh. Cool, muss ich mir merken. Woran seid ihr denn hier verreckt? Das Problem ist, wir haben halt die ganze Zeit jetzt. Okay, ich hab hier einen reingepult. Dann ist Feuer. Hinterhalt vor. Was? Nutze. Komm, mach das Feuer an. Ja, und dann, also, wir hatten hier nichts mehr, ne? Nee. Der hat wahrscheinlich versucht, irgendwo hinzujumpen, einen Abgang über die Klippe gemacht. Da ist halt eine Leiter. Aber du könntest auch Level aufsteigen. Oh, ich wollte gerade runterrutschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du könntest auch Level machen. Das ist schon frech viel. Was leuchtet denn da hinten so? Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Das sieht mir nicht aus wie ein Item. Ich finde, das sieht aus wie Reflexion des Wassers irgendwie. Ach, da. Hä? Nee, aber da kann man da normalerweise gar nicht durchgucken, oder? Nee, eigentlich doch, nicht. Doch, da ist. Ach, doch. Da ist so ein Übergang nur. Das ist keine komplett durchgezogene. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, ja, aber Level, das sind zwei Level, oder? Oder drei? Was. Erstmal nochmal Jula. Also 23.000 Seelen. Ne? Das sind eine Menge Seelen, außerdem kannst du mal kurz durchatmen. Ich meine, du hast gerade, ne? Ja, das war echt Heidenei. Ishigo ist auch ein krasser Typ gewesen. Huh? Ishigo ist auch ein krasser Typ gewesen, ey. Ohne den. Der hat dem einen aber auch verdammt viel Damage gemacht. Also während wir uns mit, ich glaube, einem beschäftigt haben, oder zwei, hat er den einen fast runtergeknüppelt, ne? Dafür, dass er am Anfang zweimal in ein Loch gefallen ist. Ja, stimmt. So, 23.000 Seelen haben wir, da wir haben noch... Alter! Fuck, wie viele Seelen haben wir denn, ey? Oh, die kenne ich aber nicht, tapferer Krieger.
Die sieht dick aus. Dick und groß. Mag ich's. 5000 Seelen, jawohl. Was brauchen wir für ein Level? 7000. Ja, doch. Wir müssten sogar, wenn wir jetzt noch die anderen Seelen gleich benutzen, müssen wir 4 Level hinkriegen. Ich bin definitiv für Ausdauer. Wie so eine Schlange. Ja, gerne. Belastung. Ja, und? Geschick. Mehr Damage ist eigentlich immer gut. Okay. Nehmen wir jetzt ein Level haben wir, glaube ich, noch mit den Seelen. Oder auch haben wir auf jeden Fall. Weil das eine brachte 2000 Seelen. Was nehmen wir da? TP? Vitalität, ja. Welche wandert jetzt die 2000 noch nie? Moment, das war 400, 800, 1000? 2000? Ich kann sie nicht genau sagen. Nehmen wir mal die und die kleinere dann. Oh, 2000. Krass. Ja, da haben wir jetzt ja genug für eine. Ja, ja. Lol. Ja, ja, ja. Komm. Wir müssen unser erlangtes Gut sichern. Ja, guck, jetzt haben wir ja 5 Level oder so gemacht. Ja, stimmt. Allerdings habe ich auch, ich glaube, 8 oder 10 Lebenssteine verballert. Ja, gut. Hat sich gelohnt. Okay, das heißt, hat sich ja jetzt hier was Neues ergeben. Genau, der Mondturm. Ja, stimmt. Meinst du, es gibt so viele Gebiete, also dass wir dann noch 4 Gebiete jetzt haben? Oder meinst du, dass es mehr gibt, irgendwann, ehrlich gesagt. Alter, hat der einen dicken Knüppel gehabt. Ja. Sah auch aus wie Havel, fand ja, ich. Ja, genau. Diese dicke Rüstung halt, riesen Zweihand-Keule auf dem Rücken. Wenn ihr den nicht kennt, guckt mal nach Havel bei YouTube. Der war witzig. Aber wenn man den später macht, ist der sehr einfach. Wenn man den direkt am Anfang macht, dann darf man keinen Fehler machen. Weil dann ist man Insta. Durftest du später Fehler machen? Ja, ja. Echt? Okay, krass. Na, den haben wir halt, ist halt Gegner, der einen mit einem Schlag tötet, es sei denn, man rollt zur Seite und... Ja, wir können die leider nicht an... Doch, können wir wohl. Jawohl. Bitte nicht unterfallen. Lol, das funktioniert auch noch mit der Fall. Wir können leider nicht mehr tiefer zählen und ich schätze mal, dass hier der... Also hier wird der Pfeil auf jeden Fall drin bleiben. Boah, Hunis, ich komme. Ich sagen. Das wird ja jetzt sehr witzig. Die Schlange rankommen, die Penner. Guck mal. Ich werde auf jeden Fall bluten. Das ist scheiße, wir haben nichts gegen Bluten. Warte mal. Ja, sicher. Lol. Jetzt kommt auch noch so ein Spacken. Blöde ist, die Hunde interessieren sich ja nicht für den. Ja, das ist jetzt echt scheiße. Meinst du, der hat das absichtlich so geteilt? Mein Sündervogel, das ist ein NPC. Das stimmt. Jetzt mich verarschen, ich habe keinen von den Hunden getroffen. Ich werde das nicht schaffen. Ich komme noch nie mehr raus. Guck mal, die Treppe hoch, oder? Ja gut, ich habe auch sehr lange wieder. Was eine Möglichkeit wäre, wäre die Hunde zu killen, dann menschlich zu werden und dann den NPC zu killen. Ach, der kommt nur, wenn du menschlich bist. Ja, stimmt. So war es bei Dark Souls. Wir wurden ja hier auch schon nicht menschlich invasiert. Ja. Deswegen kann ich das jetzt nicht, ich weiß gar nicht, was ich sagen. Also ich sag auch immer invaded, aber was, mir fällt übrigens keine deutsche Übersetzung ein für, mit einem Wort. Invasiert? Echt? Ich habe keine Ahnung. Den einen Hund hättest du mit dem Bogen machen können. Warte mal. Warte. Also sobald das Ding jetzt kaputt raus geht. Lol, okay. Das wurde ganz offensichtlich geändert. Ja, das gerade ganz schön viele getötet.
Oh, aber nicht genug! Weil du die Hälfte hast weggemacht, ne? Und da ist der Typ. Ey, ich hab Schild hochgehalten. Was haben die geändert? Was wolltest du machen? Die haben geändert, dass man, dass so blöde Ficker kommen können, obwohl man tot ist. Ach so, das meinst du ja, okay. So, das Ding habe ich auch gefunden. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ich frage mich immer noch, warum man das machen sollte. Geben die da mehr Seelen? Da weiß ich nicht. Vielleicht suchen manche Leute einfach noch stärkere Herausforderungen. Und haben keinen Bock auf New Game Plus zu warten. Wieso? Ja. Zu warten, weißt du? Sollen sie erstmal das Spiel beenden? Ja. Das stimmt. Also mit der Lanze sind die Hunde mit R2-Angriff One-Hit. Was machst du? Was Ach, du hast den R2-Angriff gemacht. Ah, okay. Wenn die noch nicht da alle stehen würden, wenn man da runterkommt, ja, würde ich ja so sagen, alles klar. Schaffbar. Aber schaffbar ist das sowieso. Okay, der war jetzt auch noch nicht mal nett. Ich hätte mal dein Rad von eben vielleicht. Okay, das war total klar. Hier werde ich nicht mehr rauskommen. Das wird jetzt ein paar Mal hin und her gehen, nehme ich an. Es ist leider auch, die Treppe ist höher gewesen, als ich dachte. Ich habe gedacht, die wäre so hoch, dass du einfach ohne Damage zu kriegen auch wieder da runterspringen kannst. Dann kannst du die ja so im Kreis kiten, weißt du, aber irgendwie sah mir das sehr hoch aus. Der Elisabeth-Pilz. Habe ich Christian vorhin auch noch gesagt, ist ein Item, das im DLC von Dark Souls 1 vorgestellt wurde. Da trifft man nämlich eine Elisabeth auf einer Questreihe. Oh, im Sanctuary, und die ist ganz freundlich und die gibt einem auch 3 davon, wenn man das DLC beendet hat. Was will man dann damit noch? Also was das machen? DLC ist ja optional, also das kann man ja auch schon relativ früh machen. Ah, okay. Was machen die Dinger nochmal? Ich habe jetzt den Tooltip nicht gelesen. Ich stelle TP wieder her. Okay. Ach so, dann ist ja hey, im Moment, die erhöhen kurzfristig, glaube ich, auch deine Maximal-TP. Ah, okay. Weil sowas wie die Lebenssteine gab es ja nicht bei Dark Souls. Da hattest du ja die Estus Flasks und dann war gut. Ja, dafür hattest du aber auch sehr genug Estus Flasks, wa? Ja. Ja, wir sind ja aber auch noch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir noch so krass am Anfang sind, ja, aber. Genau, den wollte ich nämlich auch angreifen. Das ist es nämlich gewesen. Siehst du das, wie der komplett in eine andere Richtung haut als ich? Ja, bisher ist dein Hunde-Counter höher als meiner. Und unser Death-Counter gleich. Ja, ich habe gesehen, wir haben jemanden, der sogar einen Seelen-Counter macht. Seelen-Counter, wer wie viel Seelen verliert, habe ich auch schon gesehen. Allerdings ist der, glaube ich, seit den letzten paar Folgen immer gleich geblieben. Ja, jetzt nicht mehr. Ach so, okay. Also sei heute gerade haben wir Seelen verloren. Und wenn nur 200 waren. Ja, die paar von den Hunden halt. Oder die, die wir übrig hatten vom Leveln. Ja, die Stelle ist mal wieder nicht ganz einfach. Aber auch die werden wir natürlich bezwingen. Aber du hast gesehen, wie der teilweise in eine andere Richtung schlägt, als man ja, die Leute anvisiert hat. Weißt du, woran das liegt? Ich habe es noch nicht hundertprozentig herausgefunden, wie man das umgehen kann. Ganz ruhig. Was ein Monster. Motherfucker. 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 Jetzt ist dein Hundi-Counter höher als meiner. Besser als meiner. Hehehehe.
wir kloppen dir 6 Hunde dahin, ja? Weißt du, und dann, ich wette, die haben das so gespielt und sich dann gedacht, boah, immer, eigentlich wäre es doch noch viel geiler, wenn wir dann noch einen reinstellen. Das ist die erste Stelle bis jetzt, wo wir eine dieser NPC Invasoren. Und die Phantome droppen manchmal echt haben. Geilen Scheiß. Genau, die haben bisher eigentlich immer Items gedroppt. Ob man die halt gebrauchen kann, hängt natürlich vom Charakter ab. Aber die haben eigentlich in Dark Souls 1 immer irgendwas fallen lassen. Schlimme ist, es wird ja nicht einfacher hier, ne? Leben wird ja immer weniger. Ja, okay, aber da ist auch so ein bisschen wieder, da kannst du halt Glück haben, dass die Hunde in einer Reihe stehen, dann machst du mit einem Lanzenstoß halt mal eben 3 weg. Ja. Also. Try. Bei Dark Souls 1 war es allerdings so, man musste leben, um von denen invaded zu werden. Das ist ja schlecht. Das ist ja witzig. Ich glaube, dass. Flitzt einfach irgendwas durchs Bild. Alter. Ja, scheiße. Ich habe das Gefühl, ich bin produktiver, wenn ich die ganze Zeit spamme. Wenn der dann auch in die Richtung haut, in die ich will, dann könnte das sogar mal was klappen. Was können wir denn noch tun? Weiter probieren. Was können wir tun? Tief durchatmen. Trinken. Arschbacken zusammenkneifen. Ich hab dir extra ein Glas gegeben, wo du sehen kannst, ob da noch was drin ist. Na, das ist voll nett von dir. Komm schon. Irgendein Bullshit müssen wir noch machen können, ey. Wir haben auch leider diese Magie-Mopeds, die man schmeißen kann, nicht mehr. Nicht immer. Also so Waffendinger, die können wir jetzt komplett weglassen. Da bringt überhaupt nichts. Nee, das brauchen wir nicht. Also weil genug Damage machen wir eigentlich. Ich hätte nur irgendwie geil gefunden, wir haben jetzt natürlich nur noch eine so eine Bombe. Ich hätte es ganz geil gefunden, einfach wenn wir von diesen Magiedingern, von diesen Magiefässern, die man auch schmeißen kann, mehrere gehabt hätten. Hätte ich jetzt einfach mal versucht, welche da runterzuwerfen. Ich meine, vielleicht trifft man ja was, macht ein bisschen Damage, aber irgendwie. Man hat die aber auch. Moment mal. Man kann hier nicht auf die Mauer drauf. Also solche Penner! Ist die Mauer hier irgendwo undicht? Ja. Nicht undicht genug. Wenn man hier auf die Mauer könnte, dann. Boah. Ich hab mich gerade irgendwie verschluckt. Ah. Wenn man auf die Mauer könnte, dann könnte man wenigstens versuchen mit den. Mit den Pfeilen auf die zu schießen. Aber nö. Könnt ihr versuchen, jemanden zu rufen. Ja, komm, wir machen das zusammen. Bin schneller unten als du. Jetzt habe ich den einen Hund nicht erschossen. Was? Daran würde aber nicht liegen. Ich denke schon. Oh boy. Oh, das war noch zu viel. So, ja, bin ich leichter. Macht schon was aus, so ein. Ich hatte mir eigentlich gedacht, weißt du, alles klar, weißt du, kletterst schnell die Leiter wieder hoch, stellst dich da um hin und guckst mal, was du mit dem Bogen erwischen kannst. Ja, aber hat sich der NPC gedacht, Motherfucker, gibt nicht. NPC sagt nein.